Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind heute mit David King mal wieder am Start. Ich habe einen Brotkoffer dabei, das heißt, wir können ja erstmal ganz gemütlich an den Generator rangehen. Und unser Setup ist so ein bisschen auf ruhig sein ausgelegt. Ja, wir haben schnell und leise dabei, flink. Warum haut sie ab? Habe ich was verpasst? Ah, Killer. Also schnell und leise. Flink, tanz mit mir. Und als letztes den eisernen Willen. Ich werf das mal um. Ja, genau. Der guckte nämlich schon so, als ob er einfach weitergehen wird. Ah, der geht durch. Alles klar, Buba. Mal schauen, ob er uns findet. Ist er weggegangen? Ah, der ist da noch. Oh, der hat den anderen gesehen. Also schnell und leise und Tanz mit mir sind schon mal wieder bereit. Aber flink noch nicht. Das dauert noch einen Moment. Okay, wir gehen trotzdem an den Generator ran. Da hinten rennen sie. Da dürfte er eigentlich auch noch ein bisschen juken können. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Also das Setup, mit dem man dem Killer ganz gut eigentlich mal entkommen kann. Die Stelle hier ist natürlich jetzt nicht ganz so geil, weil er mich dann da hat langrennen sehen. Hatte eigentlich die Hoffnung, dass ich mich hinter diesen beiden Objekten da verstecken kann. Aber naja, hat nicht ganz so gut geklappt. David hat einfach zu breite Schultern, aber das soll jetzt nicht das Problem sein. Ja, ich habe mir, wie gesagt, habe ich ja gestern mal erzählt, glaube ich, dieses neue Outfit oder vorgestern schon von David geholt, weil das jetzt aktuell zumindest für die Scherben zu kaufen war. Heute ist der 12. Ah ja, heute gibt es das, meine ich auch noch. Bis zum 12. stand auf jeden Fall im Shop. Ich finde das Gesicht nicht ganz so geil wie das andere Gesicht, was wir sonst hatten. Der Hut ist halt irgendwie, naja, ist nicht so meins mit diesen Stecknadeln, Sicherheitsnadeln da und so. Aber ich finde die Hose, die ist eigentlich ganz cool. Und wie gesagt, jetzt gerade gab es die halt für die Scherben zu kaufen. Und ich wusste ja sowieso nicht so wirklich, wohin mit meinen Scherben. Und deswegen dachte ich mir, komm, gönn dir das doch halt. Die rennen da weiter rum. Die Jagd ist begonnen. Dann sind wir jetzt aber flink unterwegs. Da können wir auf jeden Fall entkommen. Nice. Also die Perk-Kombination ist schon ganz geil, muss man einfach mal sagen. Man entkommt ziemlich gut den Killern. Ich weiß nicht, gefällt mir ganz gut eigentlich. Aber ja, das komplette Setup ist damit dann natürlich dann auch schon aufgebraucht. Aber wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt, müsst ihr es mal machen. Man kann damit teilweise wirklich gut abhauen. Und Tanz mit mir hält halt genauso lange wie der Sprintboost, den ihr durch Flink bekommt. Das bedeutet, man kann es eigentlich einigermaßen gut timen, wie das, wie das mit den. Wie das mit den Spuren sich verhält. Also wenn euer Sprintboost aufhört, solltet ihr auch wirklich aufhören zu rennen. Weil dann eben sonst ihr wieder die Spuren macht. Erste Person am Haken. Nach drei gemachten Gens. Und wir haben einen campenden Bubba. Also es ist der klassische Bubba, wo ich immer so diese Vorurteile ja schon gegen habe. Dass die Bubbas dann irgendwie am Campen sind. Ich weiß nicht, ob er Insidious dabei hat. Ich glaube, jetzt bin ich auf jeden Fall zu weit weg, um das mitzubekommen, ob Terrorradius am Start ist oder nicht. Er scheint aber nicht großartig wegzugehen. Das heißt, wir sollten auch definitiv die Totems wegmachen. Weil ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass der es nötig haben wird. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, heute ist der 12. Ihr wisst, was das bedeutet. Morgen ist schon wieder der Rang-Reset. Dann beginnt der ganze Spaß hier schon wieder von vorne. Oh, bitte, Leute, guckt ihr euch. Ich weiß jetzt nicht, ob er weggegangen ist, ehrlich gesagt.
Ich mach mal hier den Generator fertig. Oder ich versuche es zumindest. Ich habe ja hier jetzt noch ein bisschen Zeit. Und jemand anders könnte ja sonst auch helfen gehen. Ich bin nämlich so gut wie durch mit dem Generator. Ne, der ist immer noch hier. Ich höre seinen, hab seinen Terrorradius eben kurz gehört. Oh Mann. Ja, dann mache ich den Generator fertig. Beide Ausgänge sind hier in der Nähe von mir. Wo renne ich jetzt hin, ist die Frage. Hier haben wir die beiden Wände. Hab ein bisschen Sorge, dass er zu mir kommen wird. Aber ich bin ja flink. Wenn die Jagd gestartet wird... Wenn die Jagd gestartet wird, könnten wir durchs Fenster jumpen und abhauen. Und er scheint wirklich den Typen da jetzt, das reicht ihm. Das scheint ihm wirklich zu reichen, ja. Oh Mann, die anderen beiden waren hier auch in der Nähe. Also ich hoffe, dass der andere, der Ace, jetzt auch zurückkommt. Und, und sich nicht neu erwischen lässt. Das wäre wirklich schade. Da oben ist Bubba. Kommt er hierher? Ja. Na gut, komm. Dann gehen wir raus. Von mir wird es keine Punkte mehr geben, Bubba. Tut mir leid. Ach ja. Das war wieder eine sehr spannende Runde. Mal gucken, was der Ace macht. Alter, Ace. Nicht verkacken jetzt, bitte. Also jetzt ganz... Geh bitte raus. Oh, mach sei kein... Okay. Danke, dass du, ne... Wenn der Nöt hat, mein Freund. Geh lieber. Diese Spannung. Ah, er sieht die Luke, er hat... Oh, shit. Oh, Mann, wenn er jetzt Nöt hat, Leute. Er konnte die Luke mit seiner Karte sehen. Oh. Ja, also ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich habe erwartet, dass der Typ es nötig hat. Der Ace hat sich scheinbar gedacht, nö, der Bubba wird es nicht nötig haben. Und so, meine Damen und Herren, kommen solche Killer auf die hohen Ränge. So, wie er jetzt hier noch verprügelt wird, das müssen wir uns ja nicht unbedingt anschauen. Ja, was soll man dazu sagen? Das ist halt wieder Paradebeispiel, ne? Wir sind bei 995 Blutpunkten. Die muss ich mal ein bisschen ausgeben. Und im Stream wurde beschlossen... Das hat jetzt natürlich noch nicht so eine krassen Auswirkung auf die nächste Zeit, aber im Stream wurde beschlossen, dass wir als nächstes Feng hochleveln wollen, weil wir gestern auch schon bei der Million angekommen sind und ich dann nicht so recht wusste, in wen wir die Blutpunkte reinballern sollen. What an easy noob, ja. Sagt der Typ, der am Ende auf gut Deutsch zu blöde ist zu raffen, oder was heißt zu raffen, sich denken zu können, dass der Bubba das wahrscheinlich nötig haben wird. No. Von daher weiß ich nicht, wer jetzt wirklich der Noob gewesen ist von euch beiden. Oh Mann. Also ich finde halt, weiß ich nicht, wenn jemand so spielt, dann gehe ich schon immer davon aus, dass es nötig hat. Vielleicht ich gehe lieber einmal zu häufig davon aus, dass es nötig hat, als dass mir sowas halt passiert, ne? Weil Insidious, und dann stand er da und dann, ja... hat er ihm nochmal einen Hit gegeben, ne? Okay, also Feng wird als nächstes gelevelt. Es wird sich natürlich noch ein bisschen ziehen. Ihr wisst ja alle, der Public-Test läuft jetzt gerade. Das bedeutet, das Chapter wird jetzt ja auch demnächst dann rauskommen. Dementsprechend müssen wir dann natürlich erstmal Adiris leveln, den neuen Killer, auf Level 50, Prestige 3 natürlich mit sämtlichen Perks. Dann muss ich die neue Survivorin auf Level 40 bringen für die Teachables und dann müssen wir alle anderen, die jetzt gerade perfekt sind, sowohl Survivor als auch Killer, nochmal die neuen Teachable Perks beibringen. Das heißt, Feng ist die Mission für in 1,5 oder 2 Monaten. Mal schauen, das wird sich noch ein bisschen ziehen. Gut, Leute, danke fürs Zuschauen und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.